Den Zimmerhibiskus, auch chinesischer Roseneibisch genannt, möchte ich dir heute etwas näher vorstellen. Mit seinen wundervollen Blüten ist er ein echter Hingucker. Schon mal vorab, auch wenn er Zimmerhibiskus heißt, so kann er doch im Sommer auf dem Balkon oder der Terrasse gepflanzt werden. In diesem Video geht es aber speziell um den Zimmerhibiskus, nicht zu verwechseln mit dem Garten- oder Staudenhibiskus. Damit dein Hibiskus reichlich blüht, sollte er so hell wie möglich stehen. Aber nicht den ganzen Tag in direkter Sonne. Ein paar Stunden Morgen- oder Abendsonne sind okay. Als Gärtner weiß ich, beim Gießen ist besonders wichtig, den Hibiskus gleichmäßig feucht zu halten. Besonders während der Blühphase, damit die Pflanze ihre Knospe nicht abstößt. Umgetopft werden sie nur alle 2 bis 3 Jahre. Ältere Pflanzen noch seltener. Diese dann aber etwas zurückschneiden. Der neue Topf muss nur einen Daumen breit größer sein. Was das Düngen angeht, solltest du den Hibiskus so etwa von März bis September alle 1-2 Wochen am besten mit einem Blühpflanzendünger versorgen. Ansonsten reicht es aus, alle 4 bis 6 Wochen zu düngen. Oder du nimmst Kombi-Düngestäbchen. Denn wusstest du, die stellen nicht nur eine ausgewogene Ernährung sicher, sondern setzen gleichzeitig ein Mittel zum Beispiel gegen Blattläuse frei. Generell ist eine regelmäßige Schädlingskontrolle bei Hibiskus sinnvoll. Viele weitere Infos, zum Beispiel zum Standort Balkon und Terrasse und zum Schnitt. Und die ganze Auswahl an Zimmerhibisken findest du natürlich auf thom.de und in deinem Thom-Gartencenter. Denn du weißt ja, mit Thom wird alles grün. Thom. Respekt, wer es selber macht.